Liebe Freunde, willkommen zurück zu Victoria 3 mit unseren Belgiern. Für diese Folge habe ich zwei Dinge vorbereitet. Einmal unproduktive Handelsrouten, um Bürokratie freizuräumen. Und dann noch das Thema radikale bzw. Lebensstandard. Das schauen wir uns dann als zweites an. Aber ihr seht auf jeden Fall hier, dass wir hier rot unterlegt sind. Also wir haben auf jeden Fall Probleme mit Radikalen. Da kann man dann etwas gegenarbeiten. So, erstmal Handelsrouten. Dann schauen wir mal. Handelsrouten, die wir selber eingerichtet haben mit einer geringen Stufe. Also Stufe 1 oder 2. Und da werden wir gleich auch welche finden. Dann haben wir jetzt hier Papier aus dem Kirchenstaat, Stufe 2. Kostet auch Konvois und Bürokratie halt die 15. Brechen wir ab. Weiter geht's. Ja, hier haben wir jetzt eine Stufe 1 Handelsroute, aber da gibt es halt Schwefel aus Sizilien. Wir schauen uns nochmal die Möglichkeiten an, Schwefel zu importieren. Ja, aus Frankreich. Aber halt auch nur Stufe 1. Er merkt sich leider nicht die Stelle, wo wir vorher waren. So. Wir sind bei Schwefel schon bei plus 18%. Wenn wir die Handelsroute hier abbrechen würden, dann würde der Preis in Belgien steigen auf 65 von jetzt 59,1. Ungern, ungern, Leute. Machen wir weiter. Hier die Handelsrouten mit Großbritannien, die kosten keine Bürokratie. Aufgrund des Handelsvertrags. Werbemittel, die bekommen wir, glaube ich, nur über die Handelsroute her und die kostet ja auch keine Bürokratie. Ja. Dann haben wir hier Export von Handfeuerwaffen. Das war, um die Balance zwischen Artillerie und Handfeuerwaffen herzustellen. Auch mit Großbritannien kostet keine Bürokratie. Dann haben wir Porzellan. Aus Preußen, Stufe 2. Ja, wenn wir das abbrechen würden, würden die Preise nach oben schnellen. Großbritannien. Hier haben wir noch Möbel aus Hannover. 15 Stück. Ja, das können wir abbrechen. So, Bürokratie ist fast in Ordnung wieder. Ja, 8 Stück Motoren an Frankreich. Da ist auch so ein bisschen der Hintergedanke gewesen, Frankreich davon abzuhalten, selber viele Motoren zu bauen. Müssen wir hier vielleicht irgendwann mal den zweiten Platz noch ergattern bei den Motoren. Ah. So, jetzt haben wir hier 0,5% Steuerverschwendung. Wir werden das mal so machen. Wir lassen das jetzt mit den Handelsrouten so. Und schauen uns jetzt das Thema mit den Radikalen an. Und in dem Zusammenhang ist auch spannend, sage ich euch sofort, wenn er mich lässt, Lebensstandard. Und das sieht man jetzt schon direkt farblich, dass in Flandern ist der Lebensstandard durchschnittlich auf 14,7 und in Wallonien nur auf 13,7. Und
Ich habe da nach verschiedenen Dingen geschaut. Ich habe geschaut zum Beispiel hier die Zusammensetzung der Berufe. Ja, wir haben in Wallonien vor allem viele Arbeiterbauern und Maschinisten, also viele in der Unterschicht. Und bei Ländern haben wir halt die ganzen Verkäufer, weil da die Handelszentren sind. Und die haben halt einen höheren Lebensstandard. Darauf werden wir auch etwas achten in Zukunft, dass wir die Gebäudeausbauten ein bisschen, also Wallonien da in der Hinsicht nicht zu sehr vernachlässigen oder ja, vernachlässigen und oder benachteiligen, das ist das richtige Wort. Aber was ich entdeckt hatte, was einen wesentlich größeren Ausschlag hat, sind die Gebäude in Wallonien, die teilweise unproduktiv sind. Da haben wir einmal die Chemiefabriken. Und die Produktivität gibt ja praktisch an, wie hoch die Gehälter sind, die die Leute bekommen. Und da haben wir jetzt hier zum Beispiel, dass die Arbeiter nur 4,74 Pfund bekommen. Und das ist halt extrem wenig. Wenn wir uns mal anschauen, die Subsistenzhöfe. Da bekommen die Kleriker auf Subsistenzhöfen bekommen wir schon mehr. Ja, okay, Subsistenzhöfe sind jetzt vielleicht kein schlechtes Beispiel. Aber wenn wir uns mal hier so eine Kohlemine anschauen, da verdienen die Arbeiter 12,6 Pfund. Und hier halt nur 4,74. Das ist extrem wenig. Und wir werden jetzt mal hingehen, weil die Chemiefabriken, die möchten wir ja haben. Da möchten wir den Sprengstoff herstellen und da kriegen wir ja Prestigepunkte für. Wenn wir jetzt hier sagen, subventionieren, dann kostet uns das 1140. Das ist die eine Baustelle. Die nächste Baustelle. Also man zahlt praktisch jetzt als Staat die Differenz von einem von einem schlechten Gehalt hin zu einem akzeptablen Gehalt. Ja. Also ich kriege jetzt hier zumindest schon mal 2 Pfund mehr. Ja, fünf, ist eine Steigerung um 50%. So. Und dann haben wir hier die Werkzeugfabriken. Da verdienen die Arbeiter sogar noch weniger. Das ist richtig schrecklich. Was hat das mit den Werkzeugen auf sich? Weil jetzt hier in den Preisen, das sieht ja eigentlich erstmal alles soweit in Ordnung aus. Was hier halt richtig krass ins Gewicht fällt, ist die Handelsroute aus Frankreich. Diese Handelsroute, diese Importhandelsroute, die hat auch schon plus 30% Importzölle, aber trotzdem, die ist dermaßen produktiv, diese Handelsroute, die, also da ist die einheimische Werkzeugwirtschaft halt chancenlos. Ja, also durch die Handelsroute hier, da werden die Preise gedrückt auf 27,3. Stufe 15. Außer zum Glück keine Konvois. Und da ist einfach nur heftig. Aber wir kriegen hier natürlich auch schön viele Zolleinnahmen. Ja, 30% im belgischen Markt. Also 3000 fließen hier in die Staatseinnahmen durch diese Importroute. Was wir machen werden, wir werden mal, also wir haben zwei Möglichkeiten. Oder drei. Die drastische Möglichkeit wäre, diese Handelsroute zu beenden. Aber ich möchte nicht auf die Zolleinnahmen verzichten. Das wäre halt auch wirklich eine sehr extreme Maßnahme. In Wallonien. Zweite Möglichkeit, auch hier zu subventionieren.
Das würde aber auch entsprechend nochmal unseren Saldo hier oben ins Negative drücken. Dann hätten wir noch die Möglichkeit, eine Werkzeugfabrik hier abzubauen. Aber da wären wir auch schon gewarnt. Dieses Gebäude zu verkleinern führt dazu, dass einige der gefeuerten Individuen zu Radikalen werden, besonders wenn diese Besitzanteile haben. Und jetzt haben wir noch eine Möglichkeit. Wir können hier die Automation ändern von Handfertigung auf Wasserrohrkessel. Und Wasserrohrkessel, da sehen wir schon Wareneinsatz plus 523. Ich war ein Einsatz. Also der Wochensaldo wird sich um 523 verbessern. Und es müssen 6000 Arbeiter weniger beschäftigt werden. Das heißt, wir machen mehr Profit. Und es müssen weniger Leute davon bezahlt werden. Ihr seht hier unten, wie viele aktuell angestellt werden. Und also die Anzahl der Arbeiter würde sich halt halbieren. Der benötigten Arbeiter. Und es würden knapp 3000 entlassen werden. Wir werden mal diesen Weg gehen. Wir machen das mal jetzt. Zack. So. Keine Leerstellen, voll besetzt. Und wir werden mal hier ein bisschen weiterspielen und uns die zwei Maßnahmen anschauen. Also Subvention und Automatisierung. Der Werkzeugpreis ist jetzt bei minus 42,1. Ach, weil wir ja dadurch, dass wir ja jetzt Vollbeschäftigung haben, produzieren wir auch noch mal mehr Werkzeuge. Dadurch ist der Preis doch mal gesunken. Aber es wird aktuell keiner entlassen. Boah, Leute. Kann man so nicht machen eigentlich. Wenn wir jetzt subventionieren würden. Was, Leute? Also das war jetzt der Schuss ging nach hinten los, würde ich sagen. Ja, ich habe nicht einkalkuliert, dass da noch mehr Werkzeuge produziert werden. Wie sieht es mit der Handelsroute aus? Wird die jetzt vielleicht stückweise abgebaut, weil die ist ja unproduktiver jetzt. Die sinkt auf 13, okay. Also da wird sich ein bisschen was tun. Und wir setzen mal jetzt temporär. Ja. Dann doch mal hier die Werkzeugfabrik auf subventioniert. Wir behalten das halt im Auge. Ich möchte nur nicht, dass jetzt hier eine Massenentlassung stattfindet. Und wir werden noch eine Maßnahme tätigen für die Bürokratie. Und zwar werden wir jetzt in Wallonien die Regierungsverwaltung ausbauen. Das ist halt der Hintergedanke. In der Regierungsverwaltung arbeiten einigermaßen gut gestellte Leute, das heißt einigermaßen. Wir haben die Büroangestellten, die gehören zur Mittelschicht und die Bürokraten gehören zur Oberschicht. Ach doch, Mittelschicht, aber Lebensstandard 25 und Büroangestellte zur Unterschicht mit 15. Also, Büroangestellte sind die Upper Class der Unterschicht und die Bürokraten sind die Upper Class der Mittelschicht, könnte man so sagen. Ja. Also dann hier einmal die Regierungsverwaltung ausbauen. So, hier hat man ja auch schon einiges vorgehabt. Auch hier die Motorenwerke noch für den Journaleintrag.
Weil die Regierungsverwaltung, die kommt jetzt nach oben. In 15 Wochen fertig, okay. Ja, sagen wir mal kurz ein paar bisschen Verlust. Hier subventionieren wir die Route, Werkzeugimportroute, die wird dann entsprechend gestutzt. Aber wir sind jetzt hier auf Geschwindigkeit 1. Gehen wir auch auf 2. Jetzt ist die Route hier schon wieder auf Prognose, dass sie auf 15 bleibt. Ja, das gefällt mir nicht. Wir können. Das ist jetzt ganz spannend. Die einheimische Werkzeugproduktion noch ausbauen. Und irgendwann wird Frankreich dann immer weniger exportieren. Ja, wir gehen den Weg. Auch wenn wir dann die Zolleinnahmen irgendwann nicht mehr bekommen oder weniger. Ich möchte aber bei Werkzeugen halt nicht hundertprozentig abhängig sein von Frankreich. Das geht nicht. Also, wir bauen jetzt. Subventioniert. Werkzeugfabriken aus. Und achten dabei auch noch auf die Infrastruktur. Nicht, dass wir jetzt hier Probleme mit der Infrastruktur kriegen. Was brauchen wir denn hier? 361 produzieren wir jetzt aktuell. Wenn wir den ganzen Markt betrachten und wir brauchen 658. Also wenn wir ja, verdoppeln brauchen wir gar nicht. Etwas unter verdoppeln. Also von 4 auf 7. So, Infrastruktur. Pro Level 2. Das heißt, es kommen 6 Infrastrukturnutzung dazu. Wir haben aktuell 12. Das heißt, wir hätten immer noch 6 über. Eisenbahn in Wallonien. Ich hoffe, das funktioniert. Wäre doch echt cool, wenn wir dann auf einmal da eine schön funktionierende Werkzeugwirtschaft hätten. Und zufriedene Leute. Und halt auch keine Subventionen mehr zahlen müssten. Bauen wir erstmal die 2. Und wo reihen wir die 3. ein? Hinter einer Eisenbahn. Ich erst noch die Regierungsverwaltung. Die 2 jetzt zu Ende bauen. Die sind doch schon fast fertig. Papierfabrik ja auch. Ja, machen wir es mal so. Dann Daumen drücken. Auf jeden Fall, der Lebensstandard sollte jetzt schon eigentlich gestiegen sein. Dadurch, dass wir subventionieren. 13,8, der war vorher bei 13,7. Glaube ich. Loyalisten dazu gewonnen.
Ja, okay, wir sind halt jetzt auf niedrigen Schwierigkeitsgrad. Vielleicht der kleine Knick hier. Das waren vielleicht unsere Maßnahmen. Ah, teure Militärwaren, teure Regierungswaren. Vielleicht können wir nochmal separat unsere Beziehungen irgendwo verbessern. Ah. Haben wir hier noch was Größeres? Ja, die Sachen hier, die werden wahrscheinlich alle von Preußen geschluckt. Boah, Griechenland. Jetzt schauen wir mal. Radikale ist jetzt ein bisschen zurückgegangen. Und Loyal ist ja ein bisschen nach oben. Leben schon ein bisschen nach oben. So. Großbritannien möchte, dass wir seiner Zollunion beitreten. Ah, das wäre doch langweilig. Das ist so, wenn wir jetzt beitreten würden, dann könnten wir keine Handelsrouten unterhalten, keine Zölle festlegen. Ja, das ist ja ein Hauptaspekt des Spiels, also das wäre ja langweilig, deswegen machen wir das nicht. So, Radikale. Ja, in Wallonien ein bisschen weniger, 111.000. Aber wir haben auch in Wallonien insgesamt weniger Bevölkerung. Leben schon nach 13,9. Da wird immer besser. So, das müssen wir natürlich hier schauen. Und zwar die Subventionen loswerden. Werkzeugfabriken werden gebaut. Achso, hier noch sagen, ablehnen. Bürokratie, kümmern wir uns darum. Da ändert sich nichts, glaube ich. Eventuell könnten wir hier auch die Spiritussteuer wieder runter, wieder wegnehmen, wenn es uns wirtschaftlich wieder besser geht. Da kriegen wir zwar 6.000 Einnahmen, aber Spiritus darf man nicht verwechseln mit Wein. Spiritus wird halt auch von den einfachen Leuten viel gekauft. Also hier ist jetzt Spiritus mit 13,8% der drittgrößte Kostenfaktor bei den einfachen Leuten. Kleidung plus 53,2%. Tuchfabrik fertigstellen. Oder Regierungsverwaltung. Eine Sache ist mir auch noch aufgefallen. Hier die Kaserne. Die wird in Flandern gebaut. Und die Soldaten
Die sind eigentlich gar nicht mal so schlecht gestellt. Also, wir schauen uns das mal hier an. Die bekommen nämlich die Soldaten. Die gehören der Unterschicht an und sind bei einem Lebensstandard von 15. Und die Offiziere gehören der Mittelschicht an und sind bei 27. Die sind sogar über den, was man da gab, Bürokraten. Ah, also das sind schon, für ihre Schichten sind das schon Premium-Lebensstandarde. Und dann werden wir mal, solange wir hier die immer dort bauen eigentlich, wo der Lebensstandard gerade schlechter ist. Ja, hier eine Kaserne ausbauen, zack. Bei mir ist auch auf 10. So. Buchfabrik in 5. Monatlicher Preisbericht. Eisen ist teuer geworden. Obst und Luxuskleidung billiger. Ah, Eisenmine ist hier eingereiht. Wie, das ist eingereiht. Friedensvertrag. Großbritannien hat Sindh erobert. Okay. Hey, die Nitroglycerin wurde freigeschaltet. Wir gehen mal zu unseren Chemiefabriken. So. Das wäre schlecht. Also wir könnten dadurch mehr Sprengstoff herstellen. Müssen aber mehr Ingenieure einstellen und auch mehr Schwefel verbrauchen. Und da der Sprengstoffpreis dann abstürzen würde, ist das, wäre das sehr unproduktiv. Vielleicht dann später, wenn wir unsere Kasernen weiter ausgebaut haben. Beziehungsweise wir könnten bei unseren Minen könnten wir ja Nitroglycerin einsetzen. Dann würden wir die Sterblichkeit aber extrem erhöhen. Würden aber auch mehr Kohle herstellen. Bedarf von Sprengstoff würde um 65 steigen. Also das könnte man ja praktisch direkt kompensieren. Das würde schon gehen. Da von 65 steigern. In Produktion um 60 steigern. Wir hätten halt das Problem mit der Sterblichkeit. Sind wir aktuell Weltmarktführer? Wie sieht's da aus? Ich glaube nämlich nicht. Und wir müssen hier gerade auch noch subventionieren, ja, damit das überhaupt läuft. Sprengstoff. Nur Nummer 2. Damit wären wir halt Nummer 1. Lass uns das mal machen. Das ist auch eine ganz coole Geschichte. Wir werden hier auf Ammoniak-Soda-Verfahren wechseln. Und im gleichen Atemzug auf bei den Eisenminen, wo wir ja gerade auch die Preissteigerung haben, auf Nitroglycerin.
Dann lassen wir das mal auf Stufe 2 laufen. Eisen, Marktpreis. Sprengstoff. Sieht okay aus. Ah, wird noch ein bisschen teurer, aber... Als für Eisen fällt. Das war auch zu erwarten, weil die Menge ja erhöht wurde. Und Transporter. Ja, wir bauen aber auch Eisenbahnen, also das wird sich dann auch schon wieder geben. Nummer 1 Produzent weltweit. Jawohl, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine Pause. Ja, haben den Erfolg sozusagen, dass wir hier der Nummer 1 Sprengstoffhersteller der Welt sind. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter und schauen uns nochmal das Thema mit den Werkzeugen an. Dass wir hier keine Subventionen mehr zahlen müssen, hoffentlich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.